sächsischen Kurfürsten schufen in Dresden ein europäisches Kulturzentrum. Das sogenannte Elbflorenz war durch Jahrhunderte der Stolz jedes kunstliebenden Deutschen. Trauer über die Zerstörungen der Bombenangriffe, die im Februar 1945 aus der vielleicht schönsten deutschen Stadt einen Trümmerhaufen machten, ergreift heute noch jeden, der diese Stadt betritt. Auch jene, die den Glanz Dresdens niemals gekannt haben. Trotzdem ist Dresden wieder Hauptanziehungspunkt für Bildungsreisegesellschaften und Delegationen aus den osteuropäischen Ländern geworden. Wieder aufgebauten Zwingerhof steht, könnte man sich noch einmal zurückversetzt fühlen in die Stadt, die alle, welche sie kannten, so liebten. In der Geschichte des Zwingers sieht man heute einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung vergangener Jahrhunderte. Jugendlichen, die kurz vor der Schulentlassung stehen, glaubt man von hier aus, den Weg in eine sozialistische Zukunft weisen zu müssen. Die Frau interessiert nur als Gestalt eines holländischen arbeitenden Menschen. Der Mann in der Stuttgart. Amsterdam ist Hafenstadt, der Negermatrose mit dem Schiffsmann. Sie sehen also, wie die Künstler damals nach dem Freiheitskrieg die Verbindung zum Leben ihres Volkes gefunden haben. Liebe Jugendweihenteilnehmer, liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Gäste. Am heutigen Abend eröffnen wir unsere Jugendweihe 1964-65. Ich begrüße dazu alle Jugendweihe-Teilnehmer, alle Eltern und Bekannten, die Vertreter des Patenbetriebes und des Stadtausschusses für Jugendweihe. Ganz besonders begrüße ich Frau Ruth Seidewitz, die sich freundlicherweise bereit erklärt hat, heute zu dieser Feierstunde die Festansprache zu halten. Mein Dank gilt auch dem Quartett der Musikhochschule, welche sich für diesen Abend zur Verfügung gestellt hat. Ihr hattet die Gelegenheit, die Gemäldegalerie zu besichtigen. Jene Kunstschätze, die uns der barbarische Hitlerkrieg zerstörte und die uns von der Sowjetunion wieder zurückgegeben wurden. Betrachtet diese Besichtigung gleich als ein Teil eurer Jugendweihstunden. Wir hoffen damit, einen Höhepunkt zur Eröffnung unserer Jugendstunden geschaffen zu haben. Ich möchte Sie in dem Saal der Dresdner Gemäldegalerie, der sich der Gobelinsaal nennt, recht herzlich begrüßen. Auf dem Programm heißt es als Leitmotiv: Es gilt jetzt, die Welt und ihre Gesetze erkennen lernen, stets für den Sozialismus Partei ergreifen und sinnvoll und glücklich leben. Seht, liebe Mädchen und liebe Jungen, die ihr heute eure Vorbereitungsstunden für das Jugendweihvorbereitungsjahr beginnt, das Zeitalter des Sozialismus hat begonnen. Und es ist kein Zweifel, und das sage ich wieder Ihnen, liebe Eltern, auch diese Kinder, die heute klein und groß schon erfahrener und weniger erfahren, kindlicher oder erwachsener schon vor uns sitzen, sie werden im Sozialismus leben. In diesen Jahren müssen sie sich auf dieses Zeitalter vorbereiten.
Und Sie haben in unserem Staat der Arbeiter und Bauern jede, aber auch jede Chance, so viel und so Schönes zu lernen, wie Sie nur wollen. Wir reden sehr oft davon, dass wir uns jetzt im Zeitalter der Technik befinden. Unseren Kindern wird ja mit der Muttermilch heute schon beinahe die Technik geboten. Und ich bin froh und glücklich, insbesondere auch, weil ich eine Frau bin, für unsere Mädchen, dass ihr so viel auf dem technischen Gebiet lernt. Und doch möchte ich behaupten, dass der Ausdruck, dass wir uns im technischen Zeitalter befinden, nicht ganz richtig ist. Einer unserer großen deutschen Dichter, der viel zu früh verstorbene Johannes R. Becher, sagte einmal: Wir leben jetzt zum ersten Mal im menschlichen Zeitalter. So sehr ich auch weiß, dass es unbedingt notwendig ist, die Technik beherrschen zu lernen für all das, was ihr, wenn ihr im Jahre 2000 die Hausherren dieses Staates sein werdet, dann schaffen und leisten müsst, so möchte ich doch behaupten, dass dieses menschliche Zeitalter seine großen Schatten vorauswirft. Zum ersten Mal in unserem Staat der Arbeiter und Bauern sind die Menschen von dem Fluche der Arbeit befreit und wir können als freie Menschen schaffen und wirken und leben. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass Johannes R. Becher die Behauptung aufstellte, wir leben jetzt in unserem menschlichen Zeitalter. Und wenn wir davon sprechen, dass wir heute im menschlichen Zeitalter leben, dass die Arbeit von ihrem Fluche befreit ist, dann bitte ich auch die Eltern und Großeltern vor allen Dingen, die noch das Elend, die Verzweiflung der ausgebeuteten arbeitenden Menschen miterlebt haben, den Kindern zu erzählen, was sie gearbeitet und gelitten haben. Wir dürfen nicht nur lernen, die Technik zu beherrschen, sondern auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge begreifen lernen. Das ist auch mit das große und schöne Ziel der Jugendweihvorbereitungsstunden. Und gerade dazu brauchen wir die Eltern, die für die Erzieher ihrer Kinder zu allseitig gebildeten und bewussten, unparteilich denkenden Menschen die Verantwortung ganz genauso tragen, wie das heute die Lehrer in der Schule tun. Und ich möchte euch Jungen und Mädchen sagen, ihr sollt einmal vollenden, was eure Eltern und Großeltern begonnen haben, und ihr werdet die Hausherren von morgen sein. Und mit unserem großen deutschen klassischen Dichter Johann Wolfgang von Goethe möchte ich euch, die ihr noch nicht voll seid von Lebenserfahrung, aber aus meiner reichen Erfahrung des Lebens sagen, greift nur hinein ins volle Menschenleben. Ihr könnt packen, wo ihr wollt. In jeder Situation, in jeder Lage könnt ihr aus diesem vollen Menschenleben, das euch geboten wird, so viel herausgreifen, wie ihr wollt, und ihr werdet immer etwas Schönes und Gutes finden. Seht, ich bin Schriftstellerin und ich habe, und ich erzähle das gerade hier, ein kleines Buch geschrieben, das hat den Titel »Wenn die Madonna reden könnte«. Ich habe in diesem kleinen Buch geschildert, wie all diese Schätze der Weltkultur, die hier und in den anderen Museen in Dresden zusammengetragen wurden, entstanden, was sie für einen Wert haben, wem sie gedient haben, wem sie genutzt haben und wem wir die Anschaffung dieser Schätze zu danken hatten. Wenn wir, und so hat man es früher immer ausgedrückt, in Sachsen nicht die Auguste gehabt hätten, die Fürsten, die Kurfürsten, die so große Kunstverständige gewesen sind, die so große Opfer gebracht haben für die Anschaffung der Kunstschätze, dann hätten wir heute in Dresden nicht diese herrlichen Kunstsammlungen und dann würde Dresden nicht ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt bilden. August der Starke und sein Sohn August der Dritte haben tatsächlich sehr viel der Gemälde, über 4000 Bilder lang, ein kleiner Teil davon ist natürlich nur ausgestellt, gekauft. Und sie haben rund 2 Millionen Taler dafür ausgegeben. Und wenn ihr vielleicht einmal gehört habt, dass ein Arbeiter 8, 10 Taler auf dem Lande verdient hat, dass also 10 Taler schon ein Jahreseinkommen war, dann sind 2 Millionen Taler ein großes Vermögen. Aber wenn ich euch einmal nur den kurzen Hinweis darauf gebe, dass ein einziges Fest, das die Fürsten feierten, nicht weit von Dresden entfernt, 5 Millionen Taler kostete und dass die Krönungskleidung August des Starken, die nur ein paar Stunden benutzt wurde,
1.000.000 Taler gekostet hat. Und niemand kann behaupten, dass die Kurfürsten große Opfer dafür gebracht haben. Sie haben die Kunstschätze vielmehr nur dafür angeschafft, damit sie damit prunken und protzen konnten. Und nicht das Kunstverständnis, sondern die Ruhmsucht, die Protzsucht hat sie veranlasst, diese Schätze der Weltkultur zusammenzutragen. Und die Schätze der Weltkultur waren außerordentlich gefährdet bis zu dem Augenblick, da die sowjetische Armee nach Dresden einzog und ein Sonderkommando dazu bestimmte. Und sie haben gesucht und sie haben die Schätze der Weltkultur gefunden und sie haben damit eine große Freundschaftstat dem deutschen Volk erwiesen. Und das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein Siegervolk Schätze, die es im Verlaufe des Krieges mitgenommen hat, erobert hat, als Folge eines Krieges, dem besiegten Volk zurückgegeben hat. Und das ist eine wirklich echte, ehrliche, humanistische Tat, für die wir der Sowjetunion niemals aufhören können zu danken. Ich glaube, dass ich meine Ausführungen jetzt abschließen kann, in der vollen Gewissheit, dass Sie lernen werden, stets für den Sozialismus Partei zu ergreifen und dass Sie die Voraussetzung schaffen, sinnvoll zu leben. Verpflichtungen der Klasse 8a. Erstens, wir verpflichten uns regelmäßig und möglichst vollzählig an den Jugendstunden teilzunehmen. Zweitens, wir wollen den Klassendurchschnitt steigern. Drittens, gute Schüler übernehmen Patenschaften über schlechtere Schüler. Viertens, einige Schüler wollen ihre Leistungen steigern. Wolfgang Kempel in Deutsch, Anne-Rose Buss in Mathematik, Eberhard Bergmann in Russisch. Verpflichtungen der Klasse 8c. Wir setzen uns selbst mit disziplinlosen Schülern auseinander. Dies erfolgt durch den Gruppenrat und die Gruppenleitung in Versammlungen. Persönliche Patenschaften über schwächere Schüler werden übernommen von Laufer, Leutert, Quell, Bär, Bartelsbücken, Gritzner, Bezold, Böschel und Hockauf. Wir bemühen uns, den Abschluss eines Patenvertrages und um gute gemeinsame Arbeit mit der Patenbrigade. Die Klasse finanziert selber eine Fahrt nach Buchenwald.